Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So. Nein. Ein cooles alter Haus mit meinen Kindern, das hat sich schon hoch. Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit bringen würde. Aber hey, unser Leben hat gerade erst angefangen. Schön optimistisch. Alles Bier werden wir, wie gesagt, nicht aufheben, weil, ganz ehrlich, das wird nie fertig reifen, fürchte ich. Ich meine, vielleicht auch schon. Ich weiß nicht, wie lange es braucht zum Reifen. Ich habe vergessen zum Nachschauen. So, nichts zu ernten heute da drüben. Und morgen ist der letzte Tag des Sommers. Weg, 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 weg. Oh boy. Da ist ja einiges fertig. Allerdings nicht unbedingt die teuersten Dinge. So. 4 und 5 macht 11. 6. 10. 11, ja, würde ich sagen. Blödsinn. 4 und 5 ist 9. Ja. Don't know how to math. Mach mal erstmal die anderen nass. Ja, noch was drin? Ja, da ist noch mehr Milch. Drei Trüffel erst, komm, eine brauchen wir noch. Wolle. Passt. Das kann man noch ablegen. Ah, da gibt's noch Trüffel. Mehr Trüffel. Mehr Trüffel. Puh, da ist schon einiges an Gras nachgewachsen. Und ständig kommen hier Bäume nach. Vier Plätze nur noch. Oh Mann, wenn da wieder einiges frei ist oder fertig ist. So zum Beispiel könnte man ein Problem haben. Oder auch nicht. Ging sich alles aus. Perfekt. So. Zack. Wir kommen einfach wieder dann. Jetzt müssen wir erstmal unser Inventar leeren. Mal.
So, Kann hier nicht irgendwas weg. Ja, der normalen springt ja, die braucht ihr keiner mehr. Schau mal, was die wert sind. So, dann holen wir sich mal eine kleine Ladung Kaffeebohnen. Gut, das ist alles andere als klein. Und schauen wir mal, machen wir wieder ein bisschen Kaffee, würde ich sagen. Einmal Rhabarberwein, aber leider noch kein Bier hier. Aber wir hätten gleich Hopfen reinschmeißen sollen vielleicht. Na egal. So, müssen wir hier nochmal rein. Oh. Fuck. War ja klar. Gut, dann beenden wir halt mal den Tag wieder. Da hat man eh nichts mehr zu tun. Jawoll. Gut, gut. Gut Geld gemacht wieder. Und der letzte Tag des Sommers. Grüße, junger Adept, ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nur zur Hinweise. Der Zauberer. Feuerquarz. Hey Patrick, heute der 28. Sekur wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht mit Demetrius. Jo, heute ist wieder mal Ernte angesagt ordentlich. Damit warten wir noch, wie schon ob. Achso. Heute ist so der letzte Tag, also mehr kommt da nicht mehr. Zumindest nicht von diesem Baum. Oder von diesen Bäumen. Den können wir auch gleich mitnehmen. Dann können wir morgen neue pflanzen. Wahnsinnig viel Platz im Inventar. Das kommt alles weg. Blumen hier natürlich nicht, weil die sprengen wieder den Rahmen. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier.
Så. Yes, wieder genug Griffe. Vielleicht sogar mehr. Jawohl, oh, 6 Stück schon. 7, und da ist noch mehr. Noch viel mehr. 8, 9 Stück. Ausgezeichnet. Was ist hier mit dem Gras? Nochmal 2, 11 Stück, Alter, 11 Stück. Gestern haben wir so wenig bekommen, dafür haben wir heute mehr bekommen. Ich frage mich auch, wovon das abhängt und was die Herzen der Schweine bringen. Weil die Trüffelqualität ist ja bereits Iridium, also da geht nicht mehr. Ich frage mich, ob die mit mehr Herzen dann mehr Trüffel finden. Oder die Chance darauf haben, vielleicht mehr Trüffel zu finden. Das wäre natürlich cool. Das wäre heiß, wir würden noch viel mehr Trüffel bekommen. Schon cool, wenn wir noch 2 weitere Ölpressen auslasten können. Und dann schließlich den Durchsatz um 50% erhöhen. So, dann auf zur letzten Kartoffelernte des Jahres. Oh, wieder eine Sternfrucht. Trüffelöl. So. Also es kommt weg, die Feder kommt weg, die Pilze kommen weg, die Feder kommt weg. Der Rest kann bleiben. Ich denke mal, heute können wir wieder Kaffee machen. In großen Mengen hoffentlich. Damit werden wir auch gleich mal beginnen. Nachdem es heute eher ein langer Tag wird wegen dem Festival. Ich hoffe, das geht sich zeitmäßig auch aus. Aber gut, wir haben noch etwa 7 Minuten. Könnte sich also ausgehen. So. Circa 11 Uhr haben wir angefangen, das heißt um 13 Uhr sind die fertig. Okay, wir brauchen jetzt circa eine halbe Stunde, um die zu füllen. Heißt, wir können theoretisch gut viermal so viele Fässer haben. Und die auch versorgen. Das hat nur wenig Sinn, wenn wir so viele Fässer haben, dass der Kaffee so schnell fertig ist, dass während wir halb durch sind mit dem Befüllen der Fässer, die ersten schon wieder fertig sind. Zumindest jetzt beim Kaffee keinen Sinn, weil der eben nur 2 Stunden braucht. Bei allen anderen hätte es natürlich schon Sinn. Wenn wir Saft herstellen oder Wein oder Bier, hätte es natürlich schon Sinn. Obviously. Nächste für Kaffee. Bei 1 Uhr ist es gleich. Und gleich ist es 12. Und während der Ernten steht die Zeit still, das heißt, wir haben schon mehr Zeit als man oft glaubt. 6 Krähen. Fast fertig mit der Ernte. So, auf geht's.
Sehr schön. Dann wollen wir sie hier den restlichen Kaffee. Mann, wir haben so viel Kaffee. Da werden wir noch lange dran brauen. Hoffe ich. Wobei, ich denke mal, je nachdem, was wir im Herbst pflanzen, was ich ja noch gar nicht weiß, was wir überhaupt tun da. Je nachdem, was wir da im Herbst dann anpflanzen, stellt sich jede Frage, ob das gute Kaffee überhaupt bis zur Hälfte vom Herbst reichen wird. Wenn man will, kann man ihn ja auch ziemlich schnell verarbeiten. Wenn man sich die Zeit dazu wegnimmt, ne? Und deshalb ist es noch gar nicht so sicher, ob das wirklich, auch wenn es viel ausschaut, fast 4 volle Stacks, 5... 6 volles, 5,5 Stacks in etwa, würde ich mal sagen, macht über 1000 Kaffee. Ja, das dauert dann schon ziemlich lange. Ja, was mache ich? Haben wir hier noch irgendwas übrig jetzt? So? Nichts mehr bereit zum Ernten, perfekt, das heißt, wir haben alles abgeerntet. Dann werden wir nochmal schauen. Trüffelöl war noch gar nicht fertig, interessanterweise. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Boah, wir haben fast 2 Millionen schon. Und wenn wir 2 Millionen haben, ist das, ist das ziemlich genau die Hälfte von dem, was wir insgesamt im Spiel eingenommen haben. Nein, das ist nicht das. Sind befüllt. Und jetzt haben wir massiv Zeit. Was sollen wir machen in der Zeit? Wir können ja da unten ein bisschen aufräumen, um die Vorbereitungen für den Herbst zu treffen. Nein, das ist nicht Essen. Meine Fresse. Yay. 1, 2, 3, 4. So, bereiten wir mal für den Herbst vor. Sind die hier drinnen? Nee, hier sind die drinnen. Ist die Frage, wie viel werden wir da drüben brauchen? Jetzt haben wir, machen wieder diese Menge. Einer macht ja 5, das heißt wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Das heißt, wir können ruhig 5 in einer Reihe machen. Das bedeutet, wir können 3 solche Reihen machen. Also wir dann in der Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Also bis hierher. Das wird ein ziemlich großes Feld. Vor allem, weil wir noch Abstände einplanen müssen für die Vogelscheuchen. Ja, wird morgen wieder mal ein sehr stressiger erster Saisontag. Weil wir müssen ja erstmal den ganzen Kaffee weghacken. Dann müssen wir alles vorbereiten für die neuen Pflanzen. Und dann gießen müssen wir natürlich alles. Ne?
Hier werden wir sich zwei nehmen. Dann werden wir noch vorbereiten für mehr. Wir brauchen dafür Gold und Eisen. Ne? Das heißt, wir werden nochmal Eisen vorbereiten. 1, 2, 3, 4. Schauen, dass wir noch mehr Sprenkler bekommen, weil ich glaube, wir brauchen sie. Vor allem, wenn wir die unteren Felder auch noch verwenden wollen. So, da sind wir dann 4 noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch 10 davon. Und 10 davon. Ups, für weitere. Naja, dann noch die 5 Trüffel. Dann jetzt sind zwei weitere Fuhren an Trüffel gesichert. Oh, da sind wir schon voll. Kaffee. Ah, wie lange braucht das Eisen? Komm schon! Mist, der Part ist auch schon zu Ende. Gut, Freunde, dann beende ich den Part erstmal hier und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.